Ja. Oder auch nicht. Wo war der jetzt? Lara, er kommt wieder zu dir zurück. Was? Ich bin noch nicht fertig. Meine Waffen sind nutzlos gegen den Helikopter. Gib uns Zeit, Lara. Wir laden nach. Ja. Gib mir ein bisschen Zeit. So, jetzt. Und feuern! Ihr habt gehört, feuern! Jetzt muss der Feigling selber kämpfen. Wenn da unten noch irgendwer am Leben ist, ich will Croft tot sehen. Das ist der letzte Befehl. Wo ist denn jetzt noch? Wo ist denn jetzt der letzte? Killing spree. Verdammt! Wo sind die denn noch? Muss ich die etwa suchen? Pass auf, Lara! Er ist auf dem Weg zu dir! Ja, ich warte auf euch. Okay, wir sind bereit. Auf dein Signal. Jetzt, Sophia. Und los geht's. Weg da. Oh shit.
Hier ist noch einer. Da. Na? Du? Pilze. Wunderschön. Gut, gut. Ich glaube, die werde ich gleich noch sehr dringend brauchen. Wenn hier so viele Pilze sind, dann habe ich das, dass ich sie noch dringend brauche. Aua! Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffe, keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort zu mir. Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde. Ich habe gesagt, Sie kommen. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben sehen? Eine Bauchwunde ist ein Hessen, der kaum abdacht sie nicht. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten! Hey! Ich sehe sie! Was? Das ist scheiße gewesen. Na super, jetzt muss ich ihn nochmal bekämpfen. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Zu ihrem Grab werden. Sie gehören mir. Kämpfen Sie mit mir. Scheiße. Ja, okay, einmal habe ich es geschafft, aber wie kriege ich den denn sonst? Jetzt nur Sie und ich, Lara. Ich kann keine Objekte werfen. Keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort zu ihrem Glück. Ey! Na toll. Das kann ein bisschen dauern. Ich hab's einmal mit dem Überraschungsangriff geschafft, ja? Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen. Keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort wird zu ihrem Grab werden. Nein, mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Aua. Als ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Ja. Ich kann sie sehen. Ja, ich sehe sie. Ich hab's. Boah. Er war ein genialer Kopf, aber er war schwach. Ein
Feigling. Glauben Sie, ich sehe Sie nicht? Aua! Trinity hätte ihn groß machen können. Wir haben ihm alles geboten. Ich kann sie sehen. Schlecht. Er hätte mir mein Schicksal verwirklichen können, aber letztendlich wird es jetzt Ihnen zu. Zieh! Hey! Ich hab D gedruckt statt F. Okay. Welche Taste muss ich denn drücken? Also C zum Ausweichen. Ja? Das habe ich verstanden. C ausweichen und... Glaube. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet! Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und hat ihm das misslang. Sie sind es nicht wert. Fahren Sie zur Hölle. Lautloser Kill. Oh mein Gott. Na? Gibt's hier nicht noch ein Lagerfeuer oder so? Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Aber ich nicht. Als ob das was bringt. Bitte. Ich sterbe. Das ist meine letzte Hoffnung. Anna, nein! Thank you.
Ich kann die, die jetzt halten. Nein! Schon okay. Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Cool. Geliebte Lara, ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Flugzeug? Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Da drohen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Location 3. Und das war Rise of the Tomb Raider. Und ich muss sagen, ich fand's geil. Also. As I walk through frozen sand, ich hab Gänsehaut. Also, ich muss sagen, für mich hat sich das Spiel gelohnt. Ich wäre jetzt nicht bereit, also ich habe das Spiel geschenkt bekommen. Und ich wäre jetzt nicht bereit, komplette 60 Euro dafür auszugeben. Aber so 30 Euro für dieses Spiel sind locker das Ganze wert. Hat jetzt kein Multiplayer-Spiel, Shooter oder kein Multiplayer, soweit ich das gesehen habe. Es hat allerdings verschiedene Herausforderungsmodi noch, die ich schon hin und wieder mal angespielt habe, die auch ziemlich cool sind. Aber sonst macht das Spiel Spaß. Es sieht fantastisch aus. Es bringt meine Grafikkarte zum Schwitzen. Es ist schon heftig. Aber was mich hin und wieder mal gestört hat, ist die Weitsicht. Also die Engine, die sie da benutzen, ist nicht für Weitsicht optimiert. Das hat man gesehen an den
schlechten Hintergrunddetails. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich nicht in voller Auflösung oder in vollen Details gespielt habe. Ich hoffe, dass es daran liegt und dass halt Leute mit einer besseren Grafikkarte als der GTX 79 so das Spiel auch in schöneren Qualitäten spielen können. Ja. Sonst, also zum Beispiel jetzt die letzte Sache sah super aus. War auch grafisch wunderschön. Und die Geschichte hat auch ihren Teil getan. Es war, ich würde sagen, es war jetzt kein größerer Hänger drinne. Bis auf das geothermale Tal, wo man halt einmal diese beiden Nebenaufgaben da gemacht hat. Wenn man die beiden Nebenaufgaben gemacht hat. Aber ich glaube, es hätte auch keinen irgendwelchen Einfluss auf die Geschichte genommen. Naja. So. Was spiele ich als nächstes? Ich habe noch keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Vielleicht, wenn ihr einen Controller habt, seid ihr vielleicht mit dem Controller besser bedient bei den Jump-Einlagen. Denn ich mit meiner Tastatur bin hin und wieder halt ins Leere gesprungen und das ist nicht so cool gewesen. Aber je nachdem, wem was lieber ist, kann das so gucken. Rotter Xbox One Technology Team. Lady Lordcraft Young Lara Additional Voices. Das ist wenig irgendwie. Also die wenigen. Es ist irgendwie tatsächlich ziemlich wenige Stimmen sind drinne. User Research. Hier haben wir unsere QA. Quality Assurance. Art aus Outsourcing Partners. Okay. Page Support. Ah, hier. Casting und Voice Production. Produkt, also Sound und Recording. Okay. Also es sieht jetzt nach nicht sehr. Vielleicht doch ein bisschen mehr. Also ich muss sagen, irgendwie habe ich mal bei den letzten Assassin's Creed Teilen und so weiter waren die Voice Creator viel, viel mehr. Aber das kann natürlich auch daran sein, dass daran liegen, dass hier halt ein sehr lineares Spiel ist und kein Open-World-Spiel mit 1000 Leuten oder sowas. Das kann sehr gut daran liegen. Marketing. Aber jetzt, was ich zum Beispiel nochmal schön fand, ist, das ist halt, dass die halt direkt 12 draufgepackt haben.
Das war sehr, sehr gut. Und das hat halt mir zum Aufnehmen sehr viel erspart. Der X12, vor allem die Frame Drops sind weniger geworden, was ich sehr bevorzugt habe. Aber sonst muss ich sagen, war auch sehr schön umgesetzt. Ja, höchste Details, kann man jetzt sagen, haben halt die höchsten Anforderungen gestellt, aber die habe ich jetzt nicht. Sonst, wunderschönes Spiel. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Aber ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein. Noch nicht. Oh. Ja. Das erklärt alles und gar nichts. Und deshalb würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.